Ja, dann sind wir angekommen. Dawn of Defiance. Ich würde das. Mortal is most defiant. I send you another, Aeacus. Okay. Ja, ich hatte das Game so gar nicht ursprünglich auf dem Schirm. Aber wir haben ganz gute Rezensionen bisher auf Steam und ich dachte mir, es ist doch einen Blick wert. Worum geht es? Wir sind von Charon hierher geschickt worden. Das heißt, der Gott, der uns eigentlich in die Unterwelt, in die griechische gebracht hätte, der Fährmann, der hat uns jetzt hierher geschickt. Und offensichtlich sollen wir hier eine Aufgabe erledigen. Die Frage ist natürlich, was genau sollen wir hier eigentlich machen? Und das werden wir jetzt mal versuchen herauszufinden. Dawn of Defiance ist aktuell noch bis 29. auf Steam mit einem 25%igen Rabatt erhältlich und würde normalerweise kosten 19,50 Euro. Ein krummer Preis, ja. Aktuell eben günstiger erhältlich. Und wir gucken mal rein, ob sich diese Ausgabe lohnen würde. So, ja, das Übliche, denke ich, ne? Wir sammeln hier mal ein paar Sachen ein. Und oben links, oben links sehen wir, haben wir so ein kleines Tutorial, was wir tun sollen. Ja, Steine und so sammeln ist ja irgendwie nie ganz verkehrt in so einem Game. Also, irgendwo sind wir in den griechischen Inseln. Wir gucken mal hier auf die Map. Aktuell sind wir hier auf der Starterinsel und wir können hier, ja, diesen Bereich erkunden. Da ist schon geöffnet und wir sehen auch, hier gibt es ein Desert, also eine Wüste. Ach ja, aktuell ist das Spiel übrigens nur auf Englisch verfügbar. Im Grunde genommen wird uns das, glaube ich, jetzt nicht großartig stören. Ich habe mal schon mal 5 Minuten reingeguckt, sage ich mal. Da waren jetzt keine großen Überraschungen. Also klassisches Survival, was uns erwartet. So, wir sollen noch Craft. Okay, jetzt haben wir das schon erledigt, was auch immer das war. Dinge einsammeln. Jetzt sollen wir eine Axt machen. Dann gehen wir mal hier ins Menü rein. Das geht mit der Tab-Taste. Wunderbar. Und wir gehen mal hier auf Crafting. Charakter, also das bin ich, das ist mein Equipment. Gibt es hier in irgendein Limit? Das sieht nicht so aus. Meine aktuellen Werte haben wir hier. Crafting, primitive Axt. Crafting geht mit F, okay. Machen wir auch gleich noch hier die Keule. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir gehen einfach mal hierher. Ich soll jetzt Resin from a Tree Stump, also Harz von einem Baumstumpf ernten. Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich einen Baum fäll. Oh, das geht gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hätte verletzt werden können. Das geht schnell und einfach. Übrigens auch das Einsammeln eben hat ja wunderbar und schnell funktioniert. Also das weiß ich persönlich auf jeden Fall zu schätzen. Hiermit habe ich jetzt 2 neue Rezepte offensichtlich freigeschaltet. Konnte man auf der rechten Seite gerade sehen. Ein Speer und ein Schild soll ich herstellen. Speer und Schild. Und Resin habe ich offensichtlich auch geholt. Ob man dafür irgendwie extra Punkte bekommt oder so, wenn man das macht, das weiß ich nicht. Und ein Speer. Okay, das geht flott. So, dieses ganze Rumlaufen hier, Dinge ernten, geht erstaunlich schnell und einfach. Das gefällt mir gut. Was ist das nächste? Das hört sich nach Nahrung an, die wir suchen sollen. Wir nehmen trotzdem alles mit, was uns unterwegs so auffällt. Also, ich glaube, du hast keine Probleme mit Gewicht. Hallo, mein Freund, kann ich dich jagen? Nein. Okay, da sollen wir ein paar Beeren, ja, also Blaubeeren haben wir hier, gut. Und was haben wir da noch? Andere Beeren irgendwo?
Das sieht auf jeden Fall alles mal ganz prima aus, ne? Freundliche Atmosphäre, zumindest hier im Startergebiet. Da haben wir noch andere Beeren. Da haben wir, genau, Himbeeren und Blaubeeren. Also das geht sehr smooth hier mit dem Ernten. Wunderbar. Stein kann man auch nebenbei mitnehmen. Also der Fokus scheint jetzt nicht darauf zu liegen, dass man sich stundenlang damit beschäftigt, einen Baum abzuholzen oder ähnliches. Das finde ich schon mal ganz gut. Flachs nehmen wir auch mit. So, wir brauchen aber mehr. Ah, das haben wir jetzt. Ich höre ein Schweinchen. Aber ich sehe keinen. Da ist ein Hase. Wo ist das Schwein? Ich weiß nicht, ob ihr das eben hören konntet. Es war relativ leise. Ich höre da. Oh, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Hallo. Hallo, Schweinchen. Okay, dafür kriege ich ganz offensichtlich... Ups. Das ging schnell. One Star Boar. Ein Sternebär in schlechter Verfassung. Ja, gut. Gut, ist man meistens nicht in besonders guter Verfassung, ne? Das hier sollten wir noch harvesten. Und jetzt sollen wir etwas craften, das uns mehr Stamina gibt. Aha, guck mal hier. Also Stamina... Dings können wir craften aus diesem Jarrow. Da muss ich jetzt zugeben, weiß ich nicht, was das ist, aber okay. Und aus den Blackberries craft. Heilung hört sich für mich immer gut an in einem Survival-Game. Machen wir mal von jedem zwei. So. Ah ja, das verbraucht doch relativ viele von den Blaubeeren. Da ist noch ein Schweinchen. Liebe Schweinchen, komm mal her. Huch, oh. Der hat so einen Jump gemacht eben. Okay, da müssen wir noch mal gucken, wie das genau funktioniert, wenn wir was angreifen. Guck mal hier so. Gesprungen und aus dem Lauf heraus. Federn kriegen wir von kleinen Bäumen, sagt er. Sind das kleine Bäume? Ist das bestimmt ein kleiner Baum? Schauen wir mal. Oh ja, eine Feder. Okay. Ich habe den Verdacht, dass wir gleich... Aha, und jetzt haben wir noch mehr von dem Harz ernten. Ja, schauen wir mal. Gibst du mir Harz? Nope. Wir gehen mal Richtung größerer Bäume. Okay, da haben wir einen Punkt erhalten für das Ernten hier. Bist du ein größerer Baum? Also bist du ein Baum, der mir... Okay, da war auf jeden Fall ein Harz dabei. Okay, ich habe jetzt doch mal kurz nachgeguckt. Jarrow ist Schafgarbe. So. Ein größerer Baum vielleicht für das fehlende Harz. Da war jetzt, aha, im Baumstumpf war jetzt eben das Harz. Gut. Ja, jetzt sollen wir einen Bogen und Pfeile herstellen. Wer hätte das gedacht? Das Holz nehmen wir gleich mit. Also ich merke noch keine Veränderung, was jetzt Gewicht angeht. Wir haben ja unten links eigentlich nur das Symbol für Nahrung und für Ausdauer. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, können wir das hier essen. Mit links? Nee, mit der rechten Maustaste teilen wir. Mit F? Ja, mit F esse ich das. Okay. Schau, jetzt geht hier mein Nahrungsbalken hoch. Und hier, der Nahrungsbalken steht offensichtlich nur für die Gesundheit. Und wenn ich jetzt das hier esse,
Mit F. Aha, schau, unten links hat das jetzt gewechselt. Jetzt ist mein Ausdauerbalken hochgegangen. Gut, ach so, ja, ein Craft Bow and Arrow, ein Bogen herstellen. Dafür brauchen wir Softwood, Flachs und Harz und dann sollen wir Pfeile herstellen. Holzpfeile, Craft. Aha, der macht 20 auf einmal. Hört sich für mich gut an. Und wir machen einfach nochmal 20. So. Ja, das geht hier flott voran. Primitiver Hammer. Okay. Jetzt haben wir schon wieder kein Harz mehr. Quest completed Harvester. Sehr gut. Jetzt ist die zweite Quest, haben wir jetzt Hunter. Hunter heißt, ich soll jetzt eine Foundation bauen. Weiß zwar jetzt nicht, was das mit Hunting zu tun hat, aber warum nicht? So bauen, vielleicht. Wo wollen wir bauen? Ist im Grunde genommen egal, ne? Wir können irgendwo bauen, wo es uns gerade so passt. Das wird wahrscheinlich nicht unser letztes Gebäude sein, vermute ich mal. Wir nehmen mal den Hammer in die Hand. Ah, mit der rechten Maustaste kommen wir ins Baumenü. Guck mal, was wir da alles haben. Wir haben Foundations, wir haben wahrscheinlich so eine Art Decken, Wände, ein Bett. Was ist das? Ah ja, ein Kochfeuer. Ein Feuer, eine Kiste, Türen, flaches Dach und Treppen. Das sind die Sachen, die wir aktuell hier haben. Ui, und hier gibt es natürlich eine Menge. Verschiedenste Wände. Na gut, im Moment noch nicht. Dächer. Aber da wird wahrscheinlich mehr dazukommen. Und Dekor können wir noch nicht. Die Frage ist zum Beispiel, können wir auf so einer unebenen Fläche bauen? Wäre doch interessant zu wissen, ne? Ja, sieht aber dann komisch aus. Okay, finden wir eine flache Fläche. Was ich übrigens ganz gut finde, wenn ich während ich gehe die Shift-Taste drücke, dann gehe ich schneller und jetzt gehe ich wieder langsamer. Ach, das sieht doch hübsch hier aus. Warum nicht hier bauen? Hier so, am Wasser zwischen Wasser und dem Teich hier. Unser Gebäude wird sich noch nicht mit so einer Ruine messen können. Drei, also 9 Stück sollen wir setzen. Das geht auch ganz flott. Aha, jetzt fehlt uns Thatch. Gut. Ich nehme an, das ist Thatch. Ja, da bekommen wir Thatch. Also das fühlt sich im Moment alles ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich smooth an. Das war Flint. Blackberries kann man gar nicht genug haben. Hier geht nichts. Okay, da haben wir unseren athletischen Körper verbessert. Der Stamina ist auch ziemlich schnell runter. Was ist denn das hier? Da passiert nichts. Brazier of Apollo, also die Schale von Apollo. Ja, ich denke ja, dass wir eine ganze Menge treffen werden, was irgendwie, hoffe ich zumindest, was irgendwie mit griechischer Mythologie zu tun hat. Wenn uns der Fährmann Charon hier schon hergeschickt hat. In der Beschreibung steht ja auch nur, wir sollen die Ruinen erkunden und die Inselnatur, wir sollen Schätze finden und uns entwickeln. Also das heißt, egal was wir machen hier, wir kriegen irgendwie immer dadurch mehr Erfahrung, mehr XP, ganz automatisch. Haben wir jetzt genug, um dass wir das die Aufgabe hier erledigen können. Vom Benutzerhandling her finde ich das sehr ansprechend, muss ich sagen. Ja, jetzt sollen wir, genau, jetzt sollen wir Wände bauen. Guck mal, wo gehen wir rein und raus?
da gehen wir mal rein. Wie komme ich darüber? Was da? Oh, guck mal, das kannst du hier ziemlich gut einfach hier so quer reinstellen. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Aber wie komme ich denn? Okay, das war eine Rolle rückwärts. Ich möchte eigentlich die andere Wand. Ne? Wir gehen nochmal zurück. Dann muss man offensichtlich zurückgehen. Zumindest habe ich jetzt keine andere Funktion gefunden, dass ich da einfach zum nächsten hüpfen könnte. Replace. Shift. Achso, Freeplace ist, dass ich eben nicht andogge hier. Change Style. F. Ah ja, okay, einfach F drücken, dann springt er da hin und her. Gut, gut, gut. Aha, ich könnte sie zum Beispiel jetzt auch von unten da dran setzen, sehe ich gerade. Ich kann das Ganze also verkleiden. Uns fehlen wieder Ressourcen. Na gut, die werde ich jetzt mal besorgen, ne? Okay, zwei Schweine. Mit der Steuerung-Taste kann ich zurückrollen. Und die nehmen wir uns natürlich mit. Es wird dunkel. Und, ja, ich weiß nicht, ob diese Welt bei Nacht so friedlich ist, wie sie uns am Tag gerade erschienen ist. Die Musik hört sich nicht so an. Okay, Leute, das wird mein erster Tod. Was haben wir denn da? Ich sehe die noch nicht mal richtig. Ja, okay. Also die Nächte sind nicht so friedlich, aber wir sind ja nicht so weit gelaufen. Sehen wir auf der Karte, wo wir gestorben sind? Naja, irgendwo muss das hier gewesen sein, ne? Was auch immer das für ein Symbol jetzt ist. Das war diese Apollo-Geschichte. Das ist vermutlich der Tempel oder unser Todessymbol? Ja, unser Todessymbol. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist sicher, der Typ mit der Kapuze ist sicher Charon, der Fährmann, der uns in die Unterwelt gebracht hat, hätte sollen. Ja, ich renne da mal zurück, ne, und ich hoffe, dass es bald Tag wird. Und ich hoffe, dass meine Sachen noch da sind. Irgendwer zündet hier sogar Lichter an in der Nacht. Das gibt mir jetzt Hoffnung, dass wir hier auf dem Weg nicht unbedingt gleich wieder überfallen werden. Also, drei Gegner waren es, glaube ich. Irgendwelche Nachtkreaturen oder so. Waren mit Sicherheit zwei zu viel. Aha, das sind ganz schöne Entfernungen, die er mir hier anzeigt. 300 Meter noch bis zu meinem Todespackage. Was hoffentlich alles enthält, was wir brauchen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie das so mit der Haltbarkeit der Sachen ist und ob man etwas reparieren kann oder ob das dann einfach verschwindet. Keine Ahnung, wir werden es aber sehen. Also Bären ist gut. Guck mal, ich glaube, da liegt mein Deathpack. Was, das Blaue da? Wir schleichen uns da mal vorsichtig hin. Also das ist mir schon aufgefallen jetzt, so diese Gegner sieht man nicht so gut. Oh ja, ein hübsch gemachter Gravestone, der dort hoffentlich alle meine Sachen enthält. Ja. Gut, gut, gut. Schade, dass das nicht wieder dahin gerutscht ist, wo es vorher war. Also Ausdauer und Gesundheit ist ziemlich mau. Ich hoffe, das wird im Laufe des Spiels noch besser. Also wenn man jetzt Blackberries isst, dann ist das natürlich trotzdem eingeschränkt. So viel mehr Stamina oder Gesundheit gewinnt man jetzt nicht wirklich, wenn man diese Potions hier nimmt. Für 3 Minuten Health-Generation und na gut, für 10 Minuten mehr Stamina, das ist okay von der Länge der Zeit her, auf jeden Fall. Da ist einer von diesen Typen, die mich vorhin angegriffen haben. Schauen wir mal. 1, 2. Also es ist mehr als einer auf jeden Fall. Wenn ich einen alleine erwischen würde, das wäre ganz gut. Eigentlich. Aber vermutlich locken wir gleich alle wieder an. Fürchte ich. Müssen wir mal gucken, ne? So.
Und dann wäre es gut, wenn ihr hier ins Helle kommen würdet. Einer, okay, guck mal da. So eine Art griechischer Zombie. Eins, zwei. Okay, das ging jetzt relativ schnell. Der ist verpufft. Uff. Okay, diesmal waren wir darauf vorbereitet. Es waren auch nur zwei und kein Bogenschütze irgendwo. Und was haben wir da? Ja, deine Neugierde. Deine Neugierde. Was ist da? Ach, guck mal, die sind da eben gespawnt. Die sind da eben gespawnt, glaube ich. Ja, sorry Leute, dass es immer noch duster ist. Ich versuche es ein bisschen aufzuhellen. Zwei von euch würde ich schaffen. Guck mal, die bewachen da eine Kiste. Hallo. Huhu. Zwei von euch schaffe ich. Habe ich beschlossen. Ah, da ist ein Bogenschütze. Oh, cool. Okay, Kiste. Goldcoins, 5 Stück. Und einen Trank, mit dem man schneller laufen kann. Und Ambrosia-Dunst. Na gut. Schön. Gefällt mir. Das sind die Goldcoins. Das ist Ambrosia von Kristallen. Gut, kann man dann zermahlen? Ja, okay. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug, um fertig bauen zu können. Das wäre schon schick. Also Äste, diese schmalen Äste, die man jetzt hier zum Bauen braucht, die bekomme ich aktuell tatsächlich wohl nur, wenn sie hier am Boden rumliegen. Wir haben Tag 1 nicht überlebt, aber wir haben an Tag 1 viel gelernt, ne? Trinken muss ich ja offensichtlich nicht. Also essen und trinken ist kein Ding. Ich werde nur Dinge zu mir nehmen, um mich sozusagen zu stärken. Ich bin wahrscheinlich auch schon halbgöttlich. Da muss man normalerweise nicht essen. Genau, jetzt bauen wir das hier noch zu Ende. Ich meine, wir waren überhaupt noch nicht hier drüben, ne? Ganz ehrlich. Okay, das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Schwimmen können wir, das ist gut. Springen können wir. Und wir können goldene Truhen öffnen. Simpler Speerrezept. Aber simpler Speer habe ich schon. Und dann haben wir nochmal 5 Gold. Also, nee, warte mal. Wir konnten den primitiven Speer. Und jetzt haben wir den simplen Speer gelernt. Aber der ist nicht in dieser Liste. Wahrscheinlich brauchen wir dafür irgendeine Workstation. Gut. Ob da immer Riesbräun drin ist? Also das mit dem Wasser, oh, so schön, ne? Da möchte man doch jetzt unbedingt drin planschen. Ich versuche jetzt mal mein Haus hier fertig zu bauen. Also das ist keine große Überraschung, was da passiert beim Bauen. Ich kann mich leider euch nicht von vorne zeigen. Nee, geht nicht. Also, wir haben am ersten Tag doch einiges gelernt. Ich hatte Spaß auf jeden Fall bisher und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ist das ein Spiel, das euch interessiert? Wollt ihr es auch probieren? Ich finde es auf den ersten Blick mal hier wirklich ganz spannend und schön gemacht. Tolle Grafik, Unreal 5 Engine ist es. Lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen, denke ich. Mach's gut, bis dann. Ich muss jetzt bauen. Es wird ein Kasten. Jawohl, wie immer. Das erste ist immer ein Kasten. See you im nächsten Video. Bis dann und ciao.